bei unserer Show sind unfassbar viele Menschen im Hintergrund. Ja, die sieht man nicht unbedingt und die soll man auch nicht sehen. Und bei uns ist es gerade bei den großen Nummern sehr wichtig, dass an jeder Stelle jedes Gewerk genau das tut, was es soll. Ich meine, man kann jetzt ein halbes Jahr proben, dann läuft das. Oder es funktioniert hiermit. Die Kollegen haben eins, die Kameraleute haben eins. Die definitiv, die brauchen das, weil sonst könnte ich mit denen nicht reden. Ich bin ja die ganze Zeit mit dem Bolero, mit der Regie in Kontakt, mit dem Pyromann in Kontakt, damit ich halt weiß, wo kann ich stehen, wo kann ich hingehen. In unserer Show ist es wichtig, auf Punkt abzuliefern, einfach damit der Trick für die Zuschauer auch als Illusion so rüberkommt. Ja, und da ist natürlich Kommunikation auch das A und O. So können wir über unterschiedliche Kanäle halt mit unterschiedlichen Leuten funken. Und man kann direkt Informationen erhalten. Gerade in der Show ist ja viel Lärm. Wenn wir Soundcheck haben, wir haben immer direkten Kontakt zu der Person, mit der wir halt auch sprechen wollen. Die ersten Touren waren wir nur mit normalen Analogfunk unterwegs, sag ich mal, mit den normalen Motorola-Funkgeräten. Und bei unserer Stadionshow 2016, da gab es einen Vorfall, wo plötzlich der Plan geändert werden musste. Es lief nicht so, wie soll die Illusion. So, und dann wollten 20 Leute auf einmal wissen, was denn jetzt als nächstes und wie wir mit der Änderung umgehen. Hat keiner mehr sprechen können. Bei Funk kann nur einer reden, bei Intercom alle gleich. Ja, bidirektional. Wir benutzen das Bolero in Verbindung mit der Artist wegen der Skalierbarkeit und damit wir Konnektivität nach außen haben. Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich nicht viel Zeit, irgendwie mich da mit so einem Gerät auseinanderzusetzen. Daher bin ich froh, dass das relativ einfach und simpel funktioniert. Die Bedienung selber ist ja wirklich selbsterklärend. Also ich kann auf das Gerät, auch wenn es irgendwie am Gürtel ist, drücken und finde die Knöpfe insofern. Sieht man sofort, dass die Person einen gehört hat oder beziehungsweise antwortet, ist auch schön farblich markiert. Und auch im Fehlerfall, weil natürlich geht auch mal ein Trick schief oder läuft irgendwas nicht richtig, ist natürlich die Kommunikation deutlich einfacher, als wenn früher einer den Kanal blockiert hat, dann ging nichts mehr. Wir hatten schon öfter den Arsch gerettet, ja, weil wir haben hier so eine Pyro-Taste. Da wird mir schon öfter mal erzählt, irgendwie, hör mal, du bist zu nah an den C-Flames oder du bist zu nah an der Pyro. Ja, es passiert öfter mal, dass sie das kurz vorher umstellen und dass ich die Position dann nicht mehr ganz so genau kenne. Wenn ich das nicht hätte, wird es mir manchmal sehr warm. Die Klemme ist eigentlich ziemlich gut, es hält ziemlich fest. Also mir selbst ist es noch nicht runtergefallen. Es ist jemandem schon mal runtergefallen, aber es ist nicht passiert. Also es ist mir auch schon runtergefallen, tatsächlich am FOH im Stress, wenn wir irgendwie schnelle Umbauten haben oder wenn irgendwas jetzt auf gleich passieren muss. Uns tatsächlich nichts passiert. Also insofern kann man nur auf das Gerät klopfen sozusagen. Wir müssen es ja nicht mehr groß ein- oder ausschalten, wenn wir es anhaben und dann abends fertig sind, stecken wir es in eine Ladeschale und es lädt. Wir spielen halt Back-to-Back-Shows, jeden Tag in einer anderen Stadt. Wir rollen mit 12, 40 Tonnen an vor. Das muss Strom, Signal haben und dann muss es laufen. Ja, mein Bruder hat nicht nur die Angebote verglichen, sondern wir haben das ja auch gemietet, das System im Vorfeld. Um wirklich zu vergleichen, genau. Im Test, weil das eine hat nicht so viel Reichweite, das nächste hat mehr Kanäle und das war einfach für uns das beste Gesamtpaket. Wir sind mit Herz auch Techniker, weil wir auch seit Kindesbein unsere Illusionen immer selbst gebaut haben. Den Flaschenöffner, ja. Habe ich noch nie benutzt.